So, und da sind wir wieder zurück. Ich habe gerade die Kamera wieder neu justiert, weil mein weil das dumme Ding sich ausgestellt hat. Und hier war ich natürlich gefangen wieder. Ich hasse die Arschstrukturen. Man kommt nicht raus, wenn man nicht gegen sie kämpft. Lass mich in Ruhe! Das nächste. Ich sagte, lass mich in Ruhe. Ich weiß ja zum Glück wohin. Look at these huge doodles on the floor. I wonder if that girl's behind them. That girl. Do you mean the silver-haired girl? Yeah. She had the most beautiful voice. I cannot evaluate her singing, but her drawing skills are substandard. Hey, that's not a nice thing ja, to say. Ich mach Microsoft Store. Dann können wir darüber but immer drauf it could be more enjoyable ja? speaking with me than with that girl. Huh? What'd you say? Nothing at all. Jetzt hätte, wenn du dich fragst, ob sie dahinter steckt, hinter den Zeichnungen, dann guck doch hinter die Zeichnungen. Es ging auf. Nein, ich hatte den richtigen Schlüssel noch dabei. Gut, da, am nächsten Lagerfeuer packen wir das weg. It's pitch black in here. Oh I hope we'll nee, be ich all weiß, was right. als nächstes kommt. Du sagtest, das Kaufhaus ist ganz leicht. Das Dann will ich Kaufhaus ist auch fein. leicht. Dann lösche ich die jetzt After direkt all, wieder runter. I am with you. Weil wir können ja so darüber immer gehen. Yeah, Aber wir you're können es auch right. drauf lassen, ist egal. Das Bild I werden wir mean, auch you speichern. found that key under the crate too. Was soll das denn werden, Handy? Ja. Precisely. Well, yeah. We're together. Yes. Warm up. In diesem Spiel ist es immer wichtig, aufzuräumen. In seinem Karton. Haha. Und immer schön zu speichern. Guck mal, du kannst sogar hier eine Leiste drauf gehen, damit du nicht stehen wird, das kein Ding. Ah, du bist jetzt hier. Hallo, du. Du bist aber eine Süße. Eigentlich seid ihr alle süß. Stand mit dem Rücken zur Kiste und konnte trotzdem treffen beim Schlagen. Das ist das erste Mal, dass ich hier im Lager alles frei mache. Seto, was hast du heute? Vieles. Wir können jemanden anrufen. Gegensprachanlage. Läuft rückwärts. Ich habe wieder gelernt, wie man sich bückt. Das klingt so falsch. Nein, wie man kriecht, meine ich.
There are more drawings here. Are those supposed to be crows? They're kind of cute. They look unnatural to me. Jetzt weißt du, was als nächstes kommt. Sie hat schon gezeichnet. Was als nächstes kommt. I think so. Ja. I think they're cute. No, they are scary. Wie schön ihr euch darum prügelt, was sie jetzt sind. What is so amusing? No, it's nothing. Never mind. I see. In any case, it is clear that this space was inhabited by someone not too long ago. These markings are strikingly fresh. She might not be that far from here. Yes. Fragt sich nur, wie sie da immer durch die Kisten gekommen. Sie spielt Batman. Oder sie ist einfach ein guter Geländesportlerin. Ach, Leute. Hallo. Ja, ja. Lagerfeuer. Nase, jo. Ich könnte kotzen. Warum? Wow. Also, bitte nicht. Oh, wir haben ein Wörterbuch gefunden. Und haben wir das denn gefunden? Hundreds of pages to no avail. Oh, how do I possibly express this feeling of remorse? Nothing fitting comes to mind. It seems no word in this book could possibly do it justice. No, it's something more than that. Mrs. Words themselves hold no true meaning anymore. Much like my unfulfilled dreams. I no longer have any need for impressive words. Ich verbinde das einfach. Ich pack's zusammen. Für dich. Kannst du gerne in den Warenkorb schieben. Ich bestell das dann nach und nach. Weil ich weiß. Nicht zusammen. Tomorrow doesn't even exist. Ich weiß, wie ich es mache. Ich pack das zusammen. Und zwei. Ich weiß ja, wie es geht. Leute. Nein, hier ist nix. Speichern wir. Das will ich haben. Oh, das ist cool. Vorne das und hinten still a freak. Willst du das haben? Das ist cool, oder? Ja. Bin nur gerade am überlegen, oh nö, Leute, wie ich das mache, weil wenn wir das jetzt alles gerade in den Warenkorb schieben, dann wird es ja sozusagen bestellt. Ja, sozusagen. Nein, es wird nur angemerkt, dass du... Ja, dass ich da interessiert dran bin. Interesse dran hast. Kaputt Böden, dieser gefährliche Boden bricht sicherlich ein. Wenn du dich auch mal normal bewegst, brichst du durch. Und das 11. Gebot. Ja, das will ich haben. Das ist cool, nicht? Mhm. Das 11. Gebot ist so das Perfekte für mich. I'm Sherlocked. Ja, Sherlocked. Hier sind Arschstrukturen drin. Ich gucke gerade, ist hier irgendwas Wichtiges gewesen? Was damit gemeint ist. Das wissen Sie ja schon, wenn die nächste Folge, was die Arschtritosen sind. Das sind diese Mädels gewesen, die mir da auf den Hintern treten. Oh, es kommen immer mehr.
mit meinem Rücken hauen. So, noch du, mein kleiner Freund. Ist auch nicht gut? Ja. Oh, wir haben was gefunden. Bist du auch jetzt? Nein. Ich will euch eigentlich gar nicht wehtun. Ich mag Quallen. Quallen sind echt süß. Ach, sowas als Plüschtier, das wäre es auch mal, so eine Qualle. Gibt es? Kenne ich nicht, aber okay. Nicht von Fletcher, aber von anderen. Ja, von anderen, aber von Vettel, die, weil die so süß sind. Da kommt hier nicht. Und da sind wir wieder zurück. Morsche Böden. Manche Stellen musst du vorsichtig auftreten, sonst gibt der Boden nach. Ja, ich renne drauf zu. Ich bin der Idiot, der solche Böden zurennt. Ich hätte so viel werden können, was bin ich müde. Bring mich nicht zum Lachen, sonst bringe ich hier noch ein. Statt Rammstein habe ich Ramsau gelesen. Oh Gott, das war so lustig gewesen, das kann ich jetzt nicht an der Kamera erzählen. Noch mal einer. Das kann ich nicht bei der Kamera jetzt hier erzählen. Was jemanden... Und tschüss, betrifft. Es betrifft niemand Privates von uns jetzt, aber... Das wird heute nichts mit dem Aufnehmen. Heute Abend, aber nicht heute Mittag. Dann habe ich dir was dazu gesagt, dann brich doch ab und mach später weiter. Ja, ich suche dir jetzt gerade einen Speicher und dann können wir. Da vorne ist er. Irgendetwas faul. Ich. I'm tired. Wow. Ich hab doch nichts gefunden. Was hast du? Ach, Fluorid. Ein Fluorid. Need more coffee. Nein, ich mag keinen Kaffee. Ich auch nicht. So, dann beenden wir dann die Folge. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal und auf Wiedersehen.